Was wäre The Walking Dead ohne Zombies? Naja, ist keine gute Zombieserie auf jeden Fall, so viel kann ich sagen. Und mittlerweile habe ich schon zwei, drei Videos auf diesem Kanal in Bezug auf die The Walking Dead Zombies gemacht. Einmal zum Teil, wie der Virus entstanden ist, beziehungsweise wie die Zombies überlegen sind, den Menschen. Und auf der anderen Seite habe ich mich mal darüber aufgeregt, wie langweilig eigentlich die The Walking Dead Zombies. Dabei wurde ich aber schon oft darauf hingewiesen, dass man auch sagen muss, es gibt Zombies in The Walking Dead, die halt nicht so 0815 sind. Und heute möchte ich mal ein Video über genau diese nicht so 0815 Walker in The Walking Dead machen. Denn heute gibt es, wie ihr vielleicht wahrscheinlich auf dem Titel und auf dem Thumbnail schon erkannt habt, die Top 10, oder was ist nicht Top 10? 10 Zombie-Arten, die es in The Walking Dead gibt, wo man vielleicht sogar die eine oder andere gar nicht so direkt kennt, die also wirklich keine direkte offizielle Art eigentlich sein sollte, von der man vielleicht noch nicht gehört hat. Wenn ihr also wissen wollt, was es wirklich für unterschiedliche Sorten gibt, ein paar waren wirklich sehr überraschend, weil ich auch nicht gewusst habe bis zu dem Zeitpunkt der Recherche, dass es diese Art gibt, dann bleibt auf jeden Fall dran und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, wie schon gesagt, Zombies gehören zu The Walking Dead dazu. Und auch wenn ich mich schon mal darüber aufgeregt habe, wie langsam, langweilig und ich sag mal, eigentlich nicht so wirklich schwer zu besiegen die Zombies in The Walking Dead sind, so gibt es aber auf der anderen Seite wirklich welche, die einfach besonders sind. Und wie gesagt, darum geht es heute. In diesem Video, wie gesagt, 10 Zombie-Varianten, nicht direkt, sondern 10 verschiedene Zombies, die wir in The Walking Dead gesehen oder vielleicht sogar übersehen haben. Vorab möchte ich noch ganz kurz sagen, es kann natürlich hier und da zu Spoilern kommen, wenn man die Serie noch nicht komplett durchgeguckt hat, beziehungsweise manche Sachen nicht gesehen hat. Plus, es ist keine Top-Liste, bedeutet, die sind jetzt nicht gerankt oder aufgelistet. Es ist einfach nur 10 Stück und ich fange einfach vom 1. bis zum 10. an. Also, es ist jetzt nicht, dass der 1. der Beste ist oder der 10. der Beste oder so. Hat keinen Einfluss. Also, ne, wisst ihr Bescheid. So, fangen wir mit dem ersten an und das ist der sogenannte Roma. Ja, die meisten Betitelungen sind tatsächlich auf Englisch gehalten und was soll ich sagen? Roma sind im Prinzip stinknormale Walker. Die stinknormalen 0815 Zombies, die irgendwo rumstehen, dich vereinzelt angreifen, die auch eigentlich relativ leicht zu besiegen sind. Quasi die wirklich stinknormalen Streuner, die halt einfach auch den größten Teil der Serie einfach zu sehen sind. Diese Art hat jetzt nichts Besonderes an sich, ist jetzt einfach hiermit aufgelistet, weil es halt der Grundzombie, sage ich mal, ist. Deswegen gehen wir direkt zur zweiten Platzierung und das sind die sogenannten Floater bzw. Bloater. Nein, Bloater hat in dem Fall nichts mit The Last of Us zu tun. Die teilen sich zwar den Namen, aber es ist nicht dieselbe Art. Floater bzw. Bloater sind die Zombies, die wir kennen, die immer im Wasser chillen. Ob es der riesige Zombie ist, den sie in Staffel 2 aus Herschels Brunnen rausziehen oder ob es die unfassbar vielen Unterwasser-Zombies sind, die irgendwo in einem See, in einem Meer bei Oceanside irgendwo rumplanschen. Wichtig hierbei, man muss sagen, Floater sind die, die einfach gerade im Wasser rumschimmeln und einfach irgendwann rauskommen. Bloater hingegen sind die, die wirklich so lange im Wasser schon waren und da gelebt haben, dass sie sich wirklich aufdunsen, aufblähen, wie so eine Wasserleiche halt. Deswegen, Fun Fact am Rande, Bloater haben wir tatsächlich nicht so viele gesehen, Floater hingegen schon. Also im Prinzip, um es ganz kurz und knackig zu sagen, ein stinknormaler Walker, der halt ins Wasser gefallen ist, wird halt zum Floater und je nachdem, wie lange er sich halt dann aufhält, dann zum Bloater. Nummer 3, muss ich sagen, finde ich mit die geilsten, weil sie einfach am unvorhersehbarsten sind. Und zwar sind das die sogenannten Lurker. Ja, Lurker ähnlich wie auf Twitch in den Streams, die Leute, die einen Stream gucken, aber einfach nur abwesend sind. Lurker sind die Zombies, die quasi am gefährlichsten sind. Nämlich das sind die Zombies, die sich einfach irgendwo in eine Ecke legen, auf den ersten Blick tot aussehen und man eigentlich sich denkt, na, die stellen ja gar keine große Gefahr dar. Ähnlich wie der Walker, der Herschel ins Bein gebissen hat im Gefängnis und noch ähnlicher und wirklich als Paradebeispiel zu nennen, die riesige Lurker-Horde, kann man schon fast sagen, in diesem, weiß gar nicht, was es war, Einkaufszentrum Hangar aus, ich glaube, Staffel 10, nee, nicht Staffel 10, Staffel 8, Staffel 8 oder 9, wo die da sich abseilen darunter und dann halt da die ganzen Leute, also die ganzen Zombies quasi auf dem Boden liegen und schlafen. Und das Interessante hierbei ist, wenn man davon einen weckt, ist es quasi wie ein Kollektiv, wie so ein Bienenvolk. Ja, alle wachen auf und dann ist die Party richtig am Start. Der Grund, warum die Lurker existieren, ist nicht hundertprozentig sicher. Zum Teil kann man sagen, es könnte sein, dass sie
einfach lange nichts gegessen haben, dementsprechend keine Energie haben und halt einfach wirklich in eine Art Winterschlaf fallen. Und sobald sie halt geweckt werden und denken, oh, die Dinnerglocke hat geläutet, werden sie aktiv. Auf der anderen Seite gibt es auch die Theorie, dass die Zombies das mit Absicht machen, dass sie sagen, okay, ich stell mich jetzt hier hin oder leg mich, setz mich hier hin und warte einfach auf diesen Moment, auf meine Chance, jemanden zu überraschen. Die Lurker einfach, finde ich, mit die gruseligsten und auch gefährlichsten, weil man es halt nicht unbedingt damit rechnet. Ne? Also man denkt sich, der Typ liegt da halt vielleicht schon tot und geht halt nicht auf Nummer sicher, ob er wirklich tot ist. Und dementsprechend verliert man halt mal, ja, ähnlich wie Herschel, ein Bein. Naja, die vierte Art von Zombie sind mit meine optisch Lieblingszombies und das sind die sogenannten Moss-Zombies, also Moos-Zombies mehr oder weniger übersetzt. Und zwar sind das die uns allbekannten naturüberwachsenen Zombies. Wir haben nicht so viele gesehen, aber die wir gesehen haben, haben einfach unfassbar geile Designs. Ob es jetzt der Walker war, der immer als Jim Walker betitelt wird, weil er halt genau in der gleichen Position an einem Baum chillt und wo sich halt schon das Moos drüber gewachsen hat, die Bäume, die Pflanzen, die sich da durchgeschlängelt haben, finde ich super geniale Designs. Zeigt, dass dieser Walker quasi vorher ein Lurker war, der halt einfach da rumgelegen hat, aber so lang, dass halt alles um ihn rum zugewachsen ist. Natürlich gibt es dann auch diese zwei, drei, die Aaron und Gabriel, glaube ich, war es ja, oder war es Negan und Aaron? Ne, und Gabriel, wo Gabriel halt seine Augen kaputt hat, der eine, der dem da quasi dieses Brennnesselzeug in die Augen macht. Auch welche, die sich aber schon mehr bewegen. Wir sehen hier und da immer mal so ein paar Mosswalker und ich muss, wie gesagt, also meine Meinung dazu ist halt, die sind jetzt nicht irgendwie stärker, krasser, gefährlicher, aber die sehen halt einfach super, super geil aus. Im Gegensatz zu den, naja, 0815 Walkern. Vor allem, wenn man sich überlegt, wie lang die da wirklich regungslos auf diese einen Stelle liegen mussten, dass das so entsteht. Also könnt ihr gerne mal eure Meinung zu in die Kommentare schreiben. Für mich die naturüberwachsenen Walker in The Walking Dead einfach die besten Designs, die sie jemals reingebracht haben. Zumindest meine Meinung an der Stelle. Kommen wir zum fünften Walker, zu der fünften Variante. Und das ist der sogenannte Screamer. Ja, der Name verrät quasi schon das Programm, aber man muss hier nochmal ein klein bisschen den Unterschied differenzieren. Und zwar, wir wissen, Zombies in The Walking Dead immer am Rumstöhnen, am Rumkrächzeln. Ich weiß gar nicht, was das ist, am Grunzen. Aber man muss dazu sagen, es gibt da tatsächlich ein paar Unterschiede. Wir haben super oft Walker gesehen, die relativ leise waren, eher zurückhaltend, sage ich mal. Und dann gibt es halt wirklich die unfassbar laut rumkrakehlen. Und das sind halt die sogenannten Screamer. Das sind die Walker, die wirklich so laut sind, dass sie dadurch andere Walker in ihrer Umgebung anlocken. Kleiner Funfact hier am Rande. Wir wissen ja, dass sich Horden von Walkern quasi so bilden, dass halt einfach die Lautstärke von einer Horde quasi neue Walker anzieht. Dementsprechend entspringt in meisten Fällen so eine Horde aus halt einem Screamer, der halt, also einem Schreier quasi, der halt wirklich unfassbar laute Geräusche von sich gibt, alle Zombies in der Umgebung von sich anzieht und dementsprechend dann loszieht. Es ist tatsächlich relativ schwer, da wirklich zu sagen, das ist ein Screamer, weil in manchen Szenen einfach die Soundkulissen einfach gleich laut sind. Aber wir kennen ja alle diesen Moment in manchen Folgen, wo dann ein einzelner Zombie da ist, der eigentlich nicht als Gefahr da dient, aber an dem man vielleicht gerade nicht rankommt und der dann anfängt rumzuschreien und halt alle anderen anzieht und dann geht die Party meistens ab. Und das ist, wie gesagt, der Screamer. Kommen wir nun zu Platz 6 in Anführungsstrichen. Und zwar kommen wir jetzt wirklich zu den Varianten, zu den neuen Variants. Hier haben wir einmal den rennenden Zombie, den kletternden Zombie und teilweise auch intelligente Zombies. Man muss sagen, die Varianten werden momentan alle unter einem Hut zusammengefasst. Das sind Variants, Walker und dann gibt es davon Abweichungen. Wir haben, wie gesagt, die Walker in Staffel 11 gesehen, die klettern konnten. Ist, sage ich mal, die eine Art der Weiterentwicklung. Dann hatten wir in dem Finale von The Walking Dead World Beyond, war es ja, glaube ich, haben wir dann einen Zombie gesehen, der übelst am Sprinten ist und gegen die Tür am Ballern ist. Also der hat auch noch enorme Stärke bekommen. Und Throwback zu Staffel 1, weil da waren die Zombies nochmal ganz, ganz anders. Da konnten sie auch schon klettern und sprinten und relativ fix sein und waren sehr, sehr anders irgendwie. Besser vielleicht. Aber da kennen wir auch Morgans Frau. Die hat ja auch quasi diesen Türknauf gedreht. Bedeutet, die hatte irgendwo, was mittlerweile teils sogar bestätigt ist, dass diese Walker irgendwo noch Teile von Erinnerungen haben, die sie abrufen können. Ähnlich auch wie in diesem Einkaufszentrum, wo Rick auf Andrea und T-Dog und alle getroffen ist, mit Glans Hilfe,
wo dann dieser eine Walker herkommt und auf einmal einen Stein in der Hand hat und die Glasscheibe einschlägt. Sowas haben wir nie wieder gesehen danach. Es einfach existierte einfach nicht mehr. Aber das waren auch schon Variants. Das waren schon verschiedene Varianten. Wie gesagt, zum einen halt welche, die klettern konnten, die so intelligent waren, dass die verstanden haben, okay, ich kann einen Türknauf drehen, ich kann einen Stein in die Hand nehmen und dagegen schlagen. Oder ich kann halt auch klettern und ja, wie gesagt, halt auch rennen. Ne? Dementsprechend ist quasi all das unter einem Hut zusammengefasst. Quasi die Walker, die sich so wirklich weiterentwickelt haben, dass sie quasi komplett neue Spezies darstellen. Deswegen hier auch als einzelne Kategorie aufgelistet die Varianten. Auf Platz, in Anführungsstrichen, 7 haben wir einen sehr, sehr interessanten Walker, zu dem ich tatsächlich bis zur Recherche von diesem Video noch nie was gehört habe. Und zwar ist es der Messenger. Also quasi halt der Nachrichtenüberbringer. Zombie. Ja, auf Englisch hört es sich schon irgendwie besser an. Es ist auf jeden Fall die Vorstufe von den Whisperern irgendwie. Ich meine nämlich, in Tales of the Walking Dead haben wir diesen Walker das erste Mal gezeigt bekommen. Das ist quasi einer, der zu einer Horde quasi dazugehört, der aber einfach auf Patrouille geht und guckt, okay, wo sind vielleicht Leute, die wir essen können? Wenn der auf diese Leute trifft, geht der wieder zurück, holt seine Horde im Style der Whisperer quasi und dann auf einmal steht eine Horde vor dir. Wie gesagt, es wurde uns relativ spät erst wirklich offiziell gezeigt, aber wenn wir das dann wissen und gucken uns ein paar alte Folgen von The Walking Dead an, gibt es öfter diese Situation, dass wir einen Walker irgendwo sehen und mitunter stehen auf einmal 100 andere vor dir und das ist so aus dem Nichts und das ist dann dieser Messenger. Zombie gewesen. Ich denke, das ist wirklich eine der wenigen Zombie-Spezies, die wirklich einfach super, super selten zu sehen sind, weil es halt einfach viel zu viel Intelligenz in diese Zombie-Horden-Sache einbringen würde. Finde ich aber trotzdem cool, weil es einfach gar nicht mal so abwegig ist, weil ich meine, wenn wir jetzt auch irgendwelche anderen Tiere gucken, was weiß ich, Bienen und so, da ist ja das Ähnliche dabei. Da fliegen welche raus, sagen, da ist Party, da können wir hin, gehen zurück, sagen Bescheid und dann kommt halt der Ganze, ne, und los geht's. Der Messenger-Zombie. Der Nachrichtenüberbringer. Ich würde halt sagen, es ist einfach die Vorstufe von den Whisperern oder woran sich die Whisperer quasi ein Beispiel genommen haben. Auf Platz Nummer 8 haben wir den sogenannten Flyer-Zombie. Vorgestellt das erste Mal in Fear the Walking Dead Staffel 4, meine ich, irgendwie Mitte Staffel 4 um den Dreh. Ja, das ist tatsächlich ein Zombie, der fliegen kann. Übel krass, übel stark und bin auch froh, dass wir das nicht in The Walking Dead, der Mutterserie, gesehen haben. Auf Platz Nummer 9 in derselben Serie, also Fear the Walking Dead, auch hier, auch in derselben Staffel, zur selben Zeit gleichzeitig vorgestellt, also zwei neue Walker, die wir vorgestellt bekommen, ist der Slider-Zombie. Ähnlich wie der Flyer, nur er slidet über den Boden, also ist quasi ultra schnell am über den Boden pezen. Ja, das ja, war ein Witz. Also ich habe diese Folgen jetzt gesehen mit diesem Sturm und ich musste so lachen, wie die Zombies da weggeflogen sind und über den Boden geschliffen wurden. Da dachte ich mir, weißt du was, packe ich es auch ins Video. Also kleiner Spaß am Rande. Nichtsdestotrotz gelten die auch. Es sind offiziell zwei. Flyer und Slider habe ich mir auch nicht selber ausgedacht. Mm-mm. Gehen wir mal wirklich jetzt auf den Platz 8. Und zwar ist das der, wie ich ihn jetzt einfach mal nenne, weil es keine offizielle Bezeichnung dafür gibt, den Freshman-Zombie. Also der, der wirklich gerade sich das erste Mal verwandelt hat. Und zwar ist diese Kategorie an Zombies erst wirklich durch Fear the Walking Dead Staffel 2, 3 dazugekommen, wo uns die Ottos vorgestellt wurden. Mit dem guten Troy, der ja mit seinen Militärleuten da Versuche an Menschen durchführt, um zu gucken, wie lange braucht es, bis sich jemand verwandelt und was passiert dann. Auch das erste Mal, dass uns quasi gezeigt wird in Fear the Walking Dead, auch Staffel 1 schon, dass die Augen der Walker, nachdem sie sich gerade verwandelt haben, sehr, sehr speziell aussehen. Wir haben nämlich die Freundin von Nick, hat ja so leicht blaue Augen oder so schon fast leuchtend blaue Augen, nachdem sie sich verwandelt hat. Ähnlich wie die Walker, die Troy quasi verwandeln hat lassen. Da sieht man, wie die Augen sich verwandeln und quasi mit so einem leichten bläulichen Stich wiederkommen. Warum ich die Freshmen, also die frisch Verwandelten, quasi hier auf die Liste mitpacke? Zum einen, weil sie halt die Augen spezieller haben, was ich halt, weil sie halt noch nicht verwest sind. Es sind halt noch super nah halt am echten Menschen dran. Das könnte quasi noch das Herzgefühl schlagen. Aber vor allem, weil das die Zombies sind, die mit am schwersten zu töten sind. Habe ich auch schon mal drüber geredet, dass es quasi super leicht ist, die Zombies nach 12 Jahren Zombie-Apokalypse eigentlich wegzumachen, weil die Verwesung dieses Körpers, bei manchen mehr, bei manchen weniger, aber schon so weit fortgeschritten ist, dass sie halt, wie gesagt, zu den sogenannten Matschbirnen werden und halt einfach der Schädel super leicht zu zertrümmern ist. Das Ganze ist halt bei den ganz Neugebissenen noch nicht so leicht. Da muss man sagen, die sind halt ein bisschen stabiler noch, weil sie halt noch nicht am Vergammeln sind. Kein großer Unterschied, aber finde ich ein Unterschied, der schon wichtig ist. Also ein frisch Gebissener oder ein frisch Verwandelter hat definitiv mehr Potenzial,
neue Leute zu beißen, als hat so ein alter Vergammelter, dem sowieso schon ein Bein und ein halber Arm abgerottet ist. Ich denke, ihr versteht, was ich meine, oder? Die vorletzte Art der Zombies ist der sogenannte Swarm, beziehungsweise halt auf Deutsch Schwarm, ist quasi die Vorgruppe zur Horde. Eine kleine, aber trotzdem schon massive Gruppe, sagen wir mal zwischen 5 und 10 Zombies, die halt einfach so zusammen wie so eine Freundesgruppe durch die Gegend streifen. Noch nicht so gefährlich wie eine Horde, aber halt auch definitiv nicht zu unterschätzen, weil es halt nun mal von mehreren Seiten Action kommen könnte. Was aber das Gefährlichste am Schwarm ist, ist quasi die letzte Art von Zombie, nämlich der Schwarm entwickelt sich zur Horde. Genau, Horde ist der letzte Typ an Zombies. Warum ich jetzt dieses als auch den Schwarm als extra Typ Zombie gewählt habe? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein einzelner Zombie sich aus einem Schwarm oder einer Herde verirrt. Sobald sie sich in diesem Schwarm befinden, in dieser Horde, sind sie wirklich schon fast zu einem Kollektiv geworden. Und wenn sie sich aufsplitten, dann halt entweder in kleineren Horden oder halt in solchen Schwärmen. Bedeutet, eine Horde ist schon fast eine eigenständige Kategorie, weil nachdem man als Zombie in so einer Horde ist, kommt man da in den wenigsten Fällen wieder raus, außer man wird halt getötet oder wirklich unfassbar aufwendig von den Leuten da rausgezogen. Aber wie gesagt, wenn man einmal in so einem Schwarm oder in der Horde drin ist als Zombie, war's das. Da kommst du nicht mehr raus, deswegen als eigenständiger Zombie. Und ja, was soll ich sagen? Horden sind halt auch einfach so das Gefährlichste in ganz The Walking Dead. Du wirst niemals genug Munition haben, die wegzumachen. Du wirst niemals genug Ausdauer haben, die komplett wegzumachen. Und wie wir gesehen haben, es gibt die wenigsten Fälle, wie man sie versucht umzuleiten, wegzulocken oder halt zu ignorieren, funktionieren so wirklich. Da ist dann halt schon so eine Klippe nötig, in die runtergeschubst werden, sage ich mal. Und deswegen Horde definitiv eine der krasseren Stufen der Zombies. Vor allem, weil, wie auch gerade eben schon Mitte des Videos erklärt, sie halt durch Lärm, den sie ja nun mal fabrizieren, immer weiter wachsen. Das bedeutet, wenn so eine Horde wegzieht, läuft durch einen Ort und die sind ja wirklich unfassbar laut. Das haben wir ja in, ich weiß gar nicht, welche Staffel es war, wo die 4-5 Folgen Alexandria Riesen-Zombie-Horde, sage ich mal, im Mittelpunkt stand. Es war ja super laut. Man hat ja wirklich so viel Geräusche gehabt und überlegt euch mal, das zieht durch eine Stadt. Danach ist die Stadt eigentlich gut leergefegt, weil ich glaube, da wird sich kein Walker nicht in die Horde verirrt haben. So, und das war jetzt, wie gesagt, Platz 10 und somit bin ich auch am Ende des Videos. Jetzt könnt ihr mir tatsächlich gerne mal in die Kommentare schreiben, was ist so von denen, die ich jetzt aufgezählt habe, eure Favorite Walker-Variante? Weil, wie gesagt, bei mir ist es definitiv einmal die Lurker, weil sie einfach am gefährlichsten sind, und die Moos-Zombies, weil sie halt einfach ein unfassbar geiles Design haben. Ich denke, das Thema Zombies in The Walking Dead ist sowieso unfassbar interessant, auch bezüglich des Virus und der Entwicklung, wie der Virus entstanden ist, wie man ihn aufhalten könnte. Vor allem jetzt mit der gerade frisch laufenden Daryl Dixon-Serie. An der Stelle bitte ich euch, wirklich, falls ihr sie schon gesehen habt, bitte nicht spoilern, weil ich habe sie noch nicht gesehen, weil es mir zu aufwendig ist, es über irgendwelche Streaming-Dienste, über VPNs und was weiß ich, mir anzugucken. Ich werde leider warten, bis sie dann irgendwann bei Magenta kommt, was absoluter Abfuck ist. Aber egal, und dann werde ich sie mir angucken. Und ich glaube, das, was ich schon so halbwegs gespoilert bekommen habe durch TikTok, Grüße gehen raus an der Stelle, wird definitiv sehr viel Videopotenzial erhalten, weil ich glaube, Daryl Dixon-Serie wird schon richtig, richtig hart reinknüppeln, was den Virus angeht. Und da freue ich mich drauf, weil das ein Thema ist, worauf ich richtig Bock habe. Das ist so ein Thema, was so unerforscht ist. Naja, anyways. Das Video soll jetzt nicht noch länger werden, als es sowieso schon ist. Leute, falls euch das Video gefallen hat, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben, was ist eure Lieblings-Zombie-Art? Kennt ihr noch mehr? Ein paar, die ich jetzt zum Beispiel nicht aufgeführt habe, sind zum Beispiel die Nuklearverseuchten aus Fear the Walking Dead und auch die Riot-Zombies, also im Prison, die Panzerungen anhatten, habe ich jetzt hier nicht mit reingepackt, weil zum Beispiel die Riot finde ich so ein bisschen lame, weil sie halt super selten vorgekommen sind. Und die Nuke-Zombies, ja, es wäre doof gewesen, wenn hier eine Top 11 gewesen wäre. Ich bin ganz ehrlich, sonst hätte ich sie mit hier reingepackt. Naja, aber ist auf jeden Fall erwähnenswert. Also die nuklearverseuchten Zombies könnt ihr hier als geheimen Platz 11 auf jeden Fall noch aufschreiben. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Lieblingsart in die Kommentare. Wenn ich irgendeine vergessen haben sollte, auch gerne in die Kommentare tackern. Sonst würde ich sagen, wenn euch Videos dieser Art hier gefallen, um The Walking Dead Themen, um allgemein Film, Serien, Themen, alles rumrum, Fantheorien, alles mögliche, checkt gerne mal den Kanal aus. Guckt euch mal um, vielleicht gefällt es euch ja hier und ja, dann bleibt ihr einfach hier. Dann könnt ihr auch direkt ein Abo da lassen, wenn ihr sowieso schon da seid. Also ist ja klar, ne? Gut, das soll es aber jetzt wirklich gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.